Daria, die vergessene Stadt. Ja, viel Story um die Stadt, aber wir wollen uns heute nicht die Story angucken. Wir wollen uns heute nur mal das Meta-Event angucken. Eine kleine Erklärung der Außenposten, eine kleine Erklärung des Hauptevents in der Stadt selber. Und dann noch, was danach kommt, wo man den Loot abgreifen kann. Das alles jetzt in diesem Video. Und dann fangen wir gleich erst an. Einmal, was braucht ihr überhaupt, um bei den verschiedenen Events mitzumachen? Empfehlenswert bei den Beherrschungen, also das ist jetzt eine Empfehlung, ihr könnt auch komplett ohne Beherrschungen mitmachen, aber ist natürlich besser. Gleiten mindestens 2 Punkte, damit ihr diese Aufwinde nutzen könnt, und bei den Erhabenen mindestens den ersten Punkt, damit ihr die Portale nutzen könnt. Das ist eigentlich das Einzige, was er wirklich braucht. Ne, meine Meinung, manche mögen auch andere Sachen lieber, aber das ist das, was ihr, finde ich, am liebsten braucht. Ja, es gibt 4 Außenposten auf der ganzen Karte verteilt. Das ist hier die Karte übrigens mal. Auric Basin oder Güldener Talkessel. Und in der Mitte ist die vergessene Stadt, Tahrir. Wir haben 4 Außenposten, für jede Himmelsrichtung eine: Norden, Westen, Osten und Süden. Jeder Außenposten hat eine Wegmarke, die ist am Anfang des Meta-Events erstmal umkämpft. Die gilt es erstmal an allen 4 Außenposten freizuschalten und vor allem den Außenposten auch mit Energie zu versorgen. Das macht man über sogenannte Spiegel, die dann durch verschiedenste Events aktiviert werden, und dadurch kann man dann eben erst fortfahren im ganzen Meta-Event. So, dann geht es bei jedem Außenposten darum, diese Pylonen zu aktivieren, diese erhabenen Pylonen. Da gibt es bei jedem Außenposten 3 Stück, die sind auf unterschiedlichste Weise zu aktivieren. Zum Beispiel beim Westen muss man Skrits dahin geleiten, beim Norden muss man normale Erhabene dahin geleiten und. Im Endeffekt sind die sehr wichtig im Westen und im Süden. Im Norden auch noch, im Osten ist es nicht schlimm, wenn kein Pylon aktiviert ist. Warum, werdet ihr dann sehen, wenn ihr dann mal im Event seid und wenn ihr wisst, was die Pylonen bringen. Das sage ich euch gleich mal. Jeder Pylon bringt für spätere Hauptevent eine erhabene Rüstung, die ihr dann selber steuern könnt, mit denen ihr dann sehr viel aushaltet und sehr viel Schaden austeilt. Wie die genau funktionieren und für was man die braucht, kann ich dann auch nochmal sagen. Aber das alles, wenn wir zum Hauptevent kommen. Bleiben wir doch noch einmal ein bisschen bei den Außenposten. Und zwar gehe ich jetzt mal ganz stumpf auf die Schwierigkeit ein, wie die Außenposten einzunehmen sind. Und wo Anfänger am besten dann fürs Hauptevent hingehen sollen. Die Schwierigkeit, die Außenposten einzunehmen, finde ich, ist bei Westen am geringsten, gefolgt von Norden, Osten und Süden. Süden, finde ich, ist generell immer der schwierigste Punkt, also das, wenn ihr eine Herausforderung sucht, dann seid ihr im Süden auf jeden Fall richtig. Ja. Seid ihr Anfänger, oder kennt ihr Anfänger, und die wollen sich das Ganze mal angucken, dann würde ich euch vorschlagen, geht fürs Hauptevent erstmal in den Osten, hier zum östlichen Stützpunkt, weil das die einfachste ist von der ganzen Mechanik. Wichtig beim östlichen Stützpunkt ist Gleiten 2. Gleiten 2 ist dringend erforderlich, sonst könnt ihr das Objective, um die Ranke dann später anzugreifen, auf die komme ich dann nochmal, überhaupt machen. Also Osten für Anfänger sehr gut geeignet, wichtig Beherrschung Gleiten 2. Norden, dicht gefolgt von der Schwierigkeit her, da ist eigentlich nur erhabenen Beherrschung 1 erforderlich. Dann der Westen mit erhabenen Beherrschung 1 und der Süden auch mit erhabenen Beherrschung 1. Beim Osten braucht man halt als einziger das Gleiten 2, ansonsten geht's nicht. Das Hauptevent dreht sich alles um diese wunderschöne goldene Stadt Tahrir. Es geht darum, dass die Mordrem diese Stadt einnehmen wollen, und wir wollen sie natürlich daran hindern, ist ja ganz klar.
dieser Boss, dieser Hauptboss, ist eigentlich in 4 Teile aufgeteilt. Hier sehen wir zum Beispiel gerade das Event, aber nur 2 Teile. Und zwar haben wir hier 4 solche Rankenviecher. Also es sind einfach nur Ranken, also Pflanzen, die hier jeweils an den einzelnen Punkten stehen. Und die geht es zu töten. Und zwar möglichst gleichzeitig. Ihr habt, nachdem einer getötet wurde, 1 Minute 30 bis 2 Minuten Zeit, die anderen 3 auch zu töten. Sonst regenerieren sich alle wieder hoch um 25%, was das Ganze in der Regel zum Scheitern verurteilt. Das heißt, wenn ihr dann hier diese Balken habt und die sind bei 10%, macht bitte keinen Schaden mehr aus. Ihr wollt allen das ganze Event versauen. Das könnt ihr natürlich auch machen. Das ist aber ein echter Arschloch-Move. Im Endeffekt. Sorry für die Wortwahl. So. Dann ganz kurz zu den Mechaniken. Diese Ranken-Bosse da vorne haben immer so Schleimschutzschicht drauf. Auf allen 4 Seiten entfernt man diese Schleimschutzschicht anders. Fangen wir mal bei Osten an, vom leichtesten zum schwersten. Bei Osten entfernt man die Schleimschutzschicht, indem man hier hinten jeweils Bomben aufnimmt. Da gibt es so Bomben, die man nur während dem Gleiten abschmeißen kann. Hier ist ein Aufwind. Hier gleitet man rein, kann man hier runterspringen und dann reingleiten mit der Bombe. Dann fliegt man hoch. Man gleitet dann nach vorne zum Boss und schmeißt die 3 Bomben runter. Dann gleitet man wieder zurück. 3 Bomben entsprechen 3 entfernte Schutzschichten. Das Ganze muss man insgesamt 5-mal machen alleine, weil 15 Schutzschichten, 3 pro Bombe. Das heißt, genau. Wenn das soweit ist, muss man nach vorne und Schaden machen, bis er wieder Schutzschichten kriegt. Dann muss man wieder zurück, Bomben holen, nach vorne gleiten. Das Ganze bis er auf 10% ist und dann warten auf den Rest. Und dann halt finishen, sobald alle ready sind. Der Norden als zweites. Hier stehen jeweils Kisten mit Chemiewerfern. Der Norden hat vorne vor ihrer Ranke erst noch so kleine Dschungelranken. Die müssen mit der 1 vom Giftwerfer weggemacht werden. Dann müsst ihr euch neue Giftwerfer holen und müsst mit der 2 solche Türme aufstellen. Mit diesen Türmen, da müsst ihr dann Aktion drauf drücken, damit ihr einen neuen Skillbar bekommt. Mit diesen Türmen schießt ihr dann vorne auf die Ranke, um die Schutzschichten zu entfernen. Sobald die Schutzschichten weg sind, wieder Schaden drauf, bis er wieder Schutzschichten kriegt und dann wieder zurück. Und das Ganze auch wieder bis 10% des Lebens von der Ranke und dann warten auf den Rest, um es dann fertig zu machen. Beim Westen. Jetzt wird's mechanisch langsam anspruchsvoll. Beim Westen erscheint hier eine... Hier erscheint die. Also hier ungefähr erscheint diese Giftwolke. Also man muss auch im Vorevent wird das erklärt, warum da eine Giftwolke ist. Und vor allem, warum man sich in diese Giftwolke in einen kleinen Schwammerl verwandelt. Pilz. Also man wird ein kleiner Pilz, kriegt eine neue Skillleiste. Der erste Skill ist dafür da, seine Sporen zu verteilen. Der zweite Skill ist zum Hochhüpfen da. Wichtig, also die Mechanik beim Westen ist dahingehend, man geht als Pilz dahin, verteilt seine Sporen, dadurch geht jeweils 3 Schutzschichten runter, geht wieder zurück, wird wieder Pilz, geht wieder vor, Sporen verteilen, 3 Schutzschichten runter, bis die 15 Schutzschichten auch darunter sind, dann können wieder alle reingehen und Schaden machen, bis 10% und dann war's das. Kleiner Tipp, also ohne den Tipp schaffen wir es in der Regel nicht. Mit der 2 hochhüpfen als Pilz und dann, weil als Pilz könnt ihr gleiten, dann als Pilz reingleiten, die 1 drücken und dann schnell wieder zurücklaufen. Das müsst ihr machen, weil ansonsten habt ihr eine sehr geringe Chance, als Pilz lebendig da hinzukommen, wenn ihr das nicht macht. Also bitte euch für das Event, das so zu machen. Ja, der Süden mit großem Abstand, das schwerste von allen 4. Hier erscheint eine große, erhabenen Sprengstoffbombe.
Die bewegt sich unfassbar langsam hier auf die Ranke zu. Wenn die ankommt, entfernt sie 5 von 15 Schutzschichten. So, dieses überzogene unfassbar macht euch klar, dass man das beschleunigen muss. Und zwar kann man das nur beschleunigen, indem ihr die Bombe zu der Ranke hinzieht oder hinschießt. Mit Skills. Das ist schwer. Das ist schwer, weil man kann sie auch wieder zurückziehen und wegziehen. Und es ist ziemlich uncool. Deswegen wichtig, dass da nur Leute hingehen, die wirklich, wirklich schon eine Herausforderung suchen und auch Frusttoleranz besitzen. Das kann teilweise so richtig auf den Sack gehen. Wie dumm manche Leute sind bei diesem Event. Naja. Um jetzt mal nicht so ausschweifend zu werden über die Dummheit der Leute. Die Bombe wird dann gezogen. Zum Beispiel ich als Nekromant bin einer der nützlicheren Charaktere-Klassen, weil ich kann zum Beispiel mit der 5 vom Großschwert ziehen und mit meinem Spectral Grasp kann ich auch noch ranziehen. Das hilft wirklich sehr, sehr gut, um die Bombe schnell zur Ranke hinzubekommen. Süden ist wie gesagt die mit Abstand schwerste Lane, weil die Bombe wird auch oft mal zurückgezogen, wieder von der Ranke weg, und das ist halt dann teilweise so ermüdend schlimm. Hilft nix. Muss, ist halt so, kann man nichts dran ändern. So, dann noch eine Sache zu diesen erhabenen Rüstungen, von denen ich gesprochen habe. Eben durch die Pylonen kriegt man jeweils eine Rüstung. Beziehungsweise bei allen Außenposten außer Ost kriegt man pro Pylon sogar 2 Rüstungen. Die muss man sich in kleinen Minispielen dann von anderen mit anderen Spielern, also besser gesagt gegen andere Spieler, erspielen. Der das Minispiel gewinnt, kriegt dann eine Rüstung. Das Ganze geht 6-mal bei Norden, Westen und Süden und 3-mal bei Osten. Es ist echt witzig, weil das sind echt lustige Minispiele. Das macht richtig Spaß. Die Rüstungen haben mehrere Vorteile. Diese Vorteile werden vor allem bei Westen und Süden gebraucht. Norden geht so, kann man auch noch brauchen. Osten braucht man im Grunde nicht mal eine Rüstung, weil man sowieso eigentlich die meiste Zeit gleitet. Also da kann einem eh nichts anhaben. Was machen die Rüstungen? Die Rüstungen haben einen Pull, also ranziehen, einen Knockback, also wegstoßen. Der übrigens auch massig Schaden macht. Das sind teilweise 20k Crits, die man da macht, mit genug Macht. Hat einen Heal. Und hat noch einen Stun, wo ihr dann Sachen einfrieren könnt. Die Stuns sind äußerst wichtig. Also der Stun und vor allem Knockback ist sehr wichtig. Weil hier laufen zum Beispiel bei Westen, weiß ich es auf jeden Fall, dass man es braucht, laufen hier Kreuz solche Steinköpfe. Die Steinköpfe hinterlassen auch so blöde Damage- und Blendfelder und können von normalen Spielern keinen Schaden kriegen. Nur von diesen Rüstungen. Und vor allem können sie nur von diesen Rüstungen gestunt werden. Und das müsst ihr machen, um diese Pilze auch wirklich vernünftig hinzugeleiten. Als Rüstung, wenn ihr da als Rüstung drin seid, stunt diese Steinköpfe. Stunt diese Steinköpfe. Das ist wichtig. Das ist sehr, sehr wichtig. Schaden ist nebensächlich auf die Steinköpfe, aber stun sie, so oft ihr könnt. Das ist schon mal wichtig. Auch im Süden, im Norden ist das wichtig. Im Osten, wie gesagt, sind die Leute sowieso in der Luft in der Regel, also macht es nicht so viel aus. Also, genau. Also wie gesagt, in die Rüstungen würde ich erst gehen, wenn ihr das schon mal gesehen habt, was man damit machen soll. Nicht gleich als Neuling in die Rüstung, da könnt ihr dann relativ viel falsch machen. Beim Süden haben die Rüstungen übrigens noch eine Bedeutung, weil da kommen überall so kleine Bomben um diese wichtige große Bombe herum, und die sind meistens hier so und gehen mit ihrem AE-Feld aber immer in die Laufbahn der großen Bombe, und sobald die große Bombe in diesen kleinen Bombenexplosionen drin ist, explodiert die auch. Was scheiße ist, weil dann kann man die Schutzschicht nicht runterhauen. Das heißt, die Rüstungen müssen mit ihrem Ranziehen oder Wegstoßen diese kleinen Bomben von der großen Bombe wegstoßen, damit die nicht sofort explodiert. Außerdem können die Rüstungen die große Bombe auch zur Ranke befördern mit dem
ranziehen und wegstoßen. Sehr, sehr wichtig. Im Süden nur Leute, die sich auskennen, in die Rüstungen lassen. Bitte. Das erleichtert so vieles. Das kann ich euch nur empfehlen. Ja, das war jetzt soweit das, ne, das Meta-Event. Die Außenposten-Events werde ich so nicht erklären. Das ist eigentlich nicht von Wichtigkeit. Das werdet ihr sehen, wenn ihr die macht. Die sind nicht besonders schwer. Teilweise kann man sie sogar alleine machen. Teilweise. Außer Süden. Süden kann man nichts alleine machen. Süden ist zu schwer. Genau. Und jetzt werde ich euch noch ein bisschen was über den Loot und über das erzählen, was es dann nach dem Event öffnet sich hier in der Mitte. Das zeige ich euch einfach mal. Öffnet sich, wenn der Ladebildschirm vorbei ist, und zwar jetzt, öffnet sich hier so eine Höhle. Da springt man runter, aufpassen, wenn man runterspringt, leckt es in der Regel. Und dann muss man schnell sein mit dem Gleiter, sonst passiert der Scheiß. Okay. Also, da könnt ihr runterspringen. Am sichersten ist, wenn er so runterspringt. Dann den Gleiter auspackt. So, das ist hier so eine schöne Höhle. So ein Höhlensystem aus der Story übrigens schon bekannt. Das geht hier diesen Weg durch und endet dann hier in diesem Raum. Was wichtig ist, wenn das Event fehlschlägt, öffnet sich auch die Höhle. Allerdings ist es dann in der Regel hier oder hier abgeschnitten. Aber auf jeden Fall, wenn das Meta-Event fehlschlägt, kann man diesen Heldenpunkt zum Beispiel nicht holen. Nur, dass ihr da Bescheid wisst, nur dass ihr euch nicht wundert. Das Ganze muss wirklich funktionieren, das Event, dass man das überhaupt machen kann. So, man kommt also hier rein in die Höhle. Also, am besten hat man hier diese erhabenen Schlüssel oder auf Englisch Exalted Keys dabei. Am besten ein paar. Weil hier gibt es dann den eigentlichen Loot. Und zwar sind das hier diese Kisten der Erhabenen oder erhabenen Kisten. Da gibt es drei verschiedene. Wenn das Event fehlschlägt, wie hier, gibt es nur zwei verschiedene. Und zwar einmal die normale erhabenen Kiste, die ich hier mal ganz schnell aufmache. Schneller, schneller. Ich lasse natürlich nichts liegen. Ich bin ja schließlich ein Lootgeier. Wer kein Glück hat. Jetzt ist hier zum Beispiel schon zu. Okay, das ist ungewöhnlich, dass hier schon zu ist. Also jetzt ist hier zum Beispiel schon zu. Normalerweise kommt man in diese Räume schon noch rein. Aber dieses Mal nicht. Also war das Event ganz schlecht. Ist ganz schlecht gelaufen. Wir haben nur drei Kisten bekommen. Es gibt eine kleine Kiste, eine Mittelkiste und eine große Kiste. Ihr könnt euch denken, dass in den großen Kisten mehr drin ist wie in den kleinen Kisten. Ne? Das ist ja wohl ganz klar. Das sollte ich nicht erwähnen müssen. Ja, das ist hier eigentlich der Loot. Am besten ist, wenn das Event fehlschlägt, bekommt er zwischen 15 und 20 Kisten, je nachdem wie gut das Event im Endeffekt lief. Wenn das Event komplett erfolgreich ist, kriegt ihr nicht nur große Kisten, sondern auch viel mehr ungefähr. Also das Maximum an Kisten, das ich rausgeholt habe, war letztens mal 33 Lootkisten. Aus denen dann sowas zum Beispiel rauskommt, Ebony Orbs oder auch hier dieser aurische Sand, Aurelium kriegt er raus, also lauter so Sachen. Genau, und im Endeffekt war das, dann werden diese Außenposten wieder umkämpft, nach einer gewissen Zeit, hier a Moment's Rest, dann noch 1,40, dann geht das Ganze wieder los. Ist eigentlich fast wie in der Silberwüste von den Zeiten her. Und dann muss man wieder alles einnehmen, in die Mitte rein und dann geht alles wieder von vorne los. Ein sehr, sehr schönes Event. Ich mache das gerne, ich organisiere das auch sehr gerne, weil ich finde einfach, dass das viel zu gut gestaltet ist, als dass man das einfach nicht benutzen kann. Das ist wirklich toll. Ich hoffe, das ganze Video hat euch ein bisschen weitergeholfen und ja, auf ein hoffentliches Wiedersehen. Euer Eisreich und euer Simon.